Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend und sorry für den Stimmungswechsel. Wir machen die Nachrichten nicht, wir berichten sie nur. Und da ist es nun mal leider so, dass in der Corona-Lage sich Alarmstimmung breit macht. Wieder wurden dem Robert-Koch-Institut so viele Neuinfektionen gemeldet wie an den höchsten Stellen vor einem Jahr. Und der Trend nach oben scheint ungebrochen. Heute 34.002 Neuinfektionen heute, kaum weniger als beim Rekordwert gestern und mehr als anderthalb Mal so viel wie am letzten Samstag. Und dabei sind Bayern, Thüringen und Sachsen am schlimmsten betroffen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat auf seinem Landesparteitag ohnehin heute schwierige Zahlen zu erklären. Bei den letzten beiden Bundestagswahlen ist die Sachsen-CDU von 1,17 auf jetzt 7 Abgeordnete abgestürzt. Und das ist allein schon verhängnisvoll für eine Partei. Und nun kommen Sorgen dazu, bei denen es um Leben und Tod geht, in großen Zahlen. Und da steht dann kein Sündenbock wie Laschet zur Verfügung. Das ist ein Problem für die Landesregierung. Andere werden folgen. Thomas Bersch berichtet aus Dresden. Auch die Aufarbeitung ihrer Wahlniederlage wollte die CDU in Sachsen heute auf ihrem Parteitag fortführen, doch Corona dominierte fast den ganzen Tag. Die Dynamik der Neuinfektionen und ihr Gleichklang mit der niedrigen Impfrate ließen einen Ministerpräsidenten ans Pult treten, dem offenbar langsam der Geduldsfaden zu reißen droht, angesichts der immer gleichen Diskussionen mit Impfverweigerern. Nein, es gibt keinen Impfzwang und es wird auch keinen geben. Aber, meine Damen und Herren, es kann auch keinen Zwang geben, dass diejenigen, die nicht unmittelbar die Betroffenen sind, die also eine ganz geringe Inzidenz haben, für die eine Corona-Erkrankung nur ein normales Lebensrisiko ist, mit ganz, ganz, ganz geringer Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu landen und auf jeden Fall nicht mit der Wahrscheinlichkeit, die Krankenhaus- und ITS-Kapazitäten zu überlasten, dass diese Leute jetzt zwangsweise in einen Lockdown geschickt werden, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle ansetzen. Die Botschaft. In Sachsen wird es für Ungeimpfte auch zunehmend ungemütlich. So gilt ab Montag hier in vielen Bereichen 2G. Und, das ist neu, das will die Politik dann tatsächlich auch umsetzen und, ja, auch kontrollieren. Es gibt seit gestern eine Erlasslage, das kann man doch offen benennen, dass es auch Kooperationsteams aus Gesundheitsamt, Ordnungsamt und Polizei gibt, um diesen Vollzug in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu vollziehen. Das gehört dazu. Eine Wahlkampfnachlese hatte sich mancher auch von Gast Markus Söder erhofft. Doch selbst mitreißendste Marschrhythmen zündeten heute nicht so recht. Für die einen kommt hier der, mit dem sie die Bundestagswahl vielleicht gewonnen hätten, für die anderen jemand, der den Wahlkampf durch Zwischenrufe gestört hat. Söder selbst scheint so gar keine Lust auf solche Feinheiten zu haben. Schwamm drüber und basta. Aber eines muss euch klar sein. Wenn wir jetzt die nächsten 2 Jahre damit verbringen, uns nur die ganze Zeit zu sagen, aber du hast doch damals und du hast doch damals und du sowieso, dann glaube ich persönlich, dann erwecken wir den Eindruck einer Familie, die kein Mensch zum Essen einlädt. Niemand. Nicht alle der Delegierten im Saal sehen das ganz so locker, aber fast alle bemühen sich um Neuanfangsesprit. Ich denke, man kann sich jetzt auch wieder neu sortieren und es gibt immer einen neuen Anfang und ich sage mal, kein Aufgeben. Richtig finde ich auch, dass man gleich vom Anfang an gesagt hat, wir gehen in die Opposition und warten nicht wie Sündchen vor der Tür, sondern wir gucken jetzt die oppositionelle Rolle irgendwie auszufüllen. Am Ende bestätigte die Partei ihren Landesvorsitzenden, das aber mit gerade mal 76% und das ist dann doch mehr als nur eine Überraschung. Es scheint, als habe die CDU Sachsen doch noch Redebedarf. Und Deutschlands Corona-Politik hat Entscheidungsbedarf. Die Forderungen nach Impfpflicht, mindestens für Beschäftigte in Kranken- und Altenpflege, werden lauter. Und in Sachsen gilt ab Montag an vielen Stellen die sogenannte 2G-Regel. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene dürfen rein. Tests bringen nichts mehr. Praktisch ist das ein Shutdown für Ungeimpfte. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow ist heute Halbzeitpause. Einmal durchschnaufen für Zehntausende Delegierte und ihr Gefolge. Halbzeit heißt, die Zeit der großen Fensterreden der Staats- und Regierungschefs ist vorbei. Jetzt geht es an die eigentliche Arbeit. Und wenn es greifbare Ergebnisse gibt, dann entstehen die jetzt oder eben nie.
Aktivisten aus aller Welt erinnern noch einmal daran, dass sie den Durchblick haben und leere Formelkompromisse nicht durchgehen lassen. Mark Hugo und Volker Angriss berichten. Brückenblockade in Glasgow für mehr Klimaschutz. Wenn Forschung und Fakten nicht reichen, soll es ein bisschen drastischer sein. So die Idee dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Scientist Rebellion. Wir sind hier, um zu zeigen, was für ein Failure, was für ein Versagen dieser ganze COP-Prozess ist, dass es absolut nichts gebracht hat in der Vergangenheit, solange die CO2-Werte in der Atmosphäre steigen. Friedlich und weniger drastisch der Protest von Zehntausenden heute in der Innenstadt. Auch sie fordern mehr Tempo. Ich habe 4 Kinder und 6 Enkelkinder und ich will absolut sicher gehen, dass der Planet noch hier und nachhaltig für sie ist. Und hier sitzen die, die den Klimaschutz voranbringen sollen. Die erste Woche der Weltklimakonferenz ist vorbei. Anfangs war die Atmosphäre konstruktiv. Jetzt hat das große Taktieren begonnen, eine Durststrecke. Das nennen wir in den Verhandlungen oft das Tal des Todes. Das heißt, wo es jetzt richtig schwierig wird und wo man in einigen Tagen sehen wird, ob dann Kompromisse den Weg dort herausführen. Lang ist der Zeitplan für die Meetings und es geht um viele Details. Nun kristallisieren sich 3 wesentliche, noch offene Punkte heraus. Das sind solide Regeln für internationale Klimaschutzkooperationen. Die stockende Finanzierung für Entwicklungsländer soll in Gang kommen. Und Transparenzmechanismen müssen abgeschlossen werden. Wichtig, denn sie sollen sicherstellen, dass überall auf der Welt der Treibhausgasausstoß nachvollziehbar und nach gleichen Verfahren ermittelt wird. Verhandelt werden die Mechanismen gerade in diesem 80-seitigen Text. In Paris haben wir uns vereinbart, dass alle Staaten ihre Ziele selber bestimmen und dann nach gleichen Formaten darüber berichten. Und diese Formate haben wir jetzt entwickelt. Abseits der Verhandlungen schmiedet die britische Regierung eifrig Länderpartnerschaften, aktuell für den Naturschutz. Vor allem ging es aber um den Kohleausstieg. 190 Staaten und Organisationen bekannten sich dazu, bisher aber noch ohne Umsetzungsgarantie. Wir erwarten, dass am Ende dieser Konferenz hier ein Überprüfungsrahmen beschlossen wird, damit man dem wirklich auf den Zahn fühlen kann. Man muss wissen, ist das ernst, ist das Greenwashing? Das Ziel bleibt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Noch reichen dafür weder Maßnahmen noch Klimaziele aus. Die kommende Woche wird zeigen, ob es gelingt, die noch offenen Punkte des Pariser Klimaschutzabkommens endlich abzuarbeiten. Das wäre dann zumindest ein Teilerfolg. Und in der Tat zeichnet sich ein globaler Trend ab, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Allerdings kann das nur funktionieren, wenn zeitgleich entsprechend große Mengen erneuerbarer, also sauberer Energien zur Verfügung stehen. Auch Sie werden genau auf das Konferenzgeschehen schauen, sobald Sie wieder frei sind. Denn für Brückenblockaden hat die Polizei hier wenig Verständnis. Die Nachrichten beginnen mit einem Ereignis heute, über das wir zu wenig wissen, um schon ausführlich zu berichten. Bei dem Messerangriff in einem ICE gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Hintergründe und Motiv der Tat sind noch unklar. Ein 27-jähriger Syrer hatte mit einem Messer 3 Mitreisende schwer verletzt. Der Mann konnte überwältigt und festgenommen werden. 2014 war er als Flüchtling nach Deutschland gekommen, lebte zuletzt in Passau. Die Kripo Regensburg ermittelt wegen versuchter Tötungsdelikte. Dabei werden auch psychische Probleme des Täters untersucht. Die Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg war den ganzen Tag über gesperrt. Das private Rettungsschiff CI4 darf nun doch in Italien anlegen. Die Behörden erlaubten die Fahrt in den Hafen von Trapani auf Sizilien, so die Hilfsorganisation. Die CI4 hatte in den vergangenen Tagen im Mittelmeer bei verschiedenen Einsätzen mehr als 800 Menschen an Bord genommen, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Das Schiff wird den Hafen voraussichtlich morgen Nachmittag erreichen. Mindestens 8 Tote und mehr als 300 Verletzte, das ist die tragische Bilanz einer Massenpanik bei einem Musikfestival im texanischen Houston. Während des Auftritts des Rappers Travis Scott war es vor der Bühne zu einem dichten Gedränge gekommen. Panik brach aus. Augenzeugen berichten von einer aggressiven Stimmung. Viele der Opfer sollen sehr jung gewesen sein, einige erst 14 Jahre alt.
Nach monatelangem Ringen hat der US-Kongress ein Infrastrukturpaket im Umfang von mehr als 1 Billion Dollar verabschiedet und damit ein zentrales Wahlkampfversprechen von Präsident Biden umgesetzt. Mit Hilfe des Pakets sollen Straßen modernisiert und Internetleitungen ausgebaut werden. Für sein zweites großes Vorhaben, Investitionen in Klimaschutz und Sozialleistungen, muss Biden weiterhin kämpfen. Die Zeiten, in denen sich deutsche Touristen über Amerikas bröckelnde Infrastruktur in Weltstädten wie New York, Chicago, Los Angeles lustig machen konnten, ist vorbei. Nicht, weil es in den USA schon so viel besser geworden wäre, sondern weil Europas Land der Ingenieure und Erfinder die eigenen Verkehrswege hat verrotten lassen. Peter Theisen sieht in der spektakulären Sprengung einer unrettbar gewordenen Brücke heute in der Landeshauptstadt von Hessen das große Ganze. Letzte Kontrollfahrt durch die angrenzenden Wohngebiete. 140 Menschen müssen die Sperrzone im Radius von 250 Metern um die Brücke verlassen. Bloß kein Risiko, 220 Kilogramm Sprengstoff sollen gleich in die Luft gehen. Pünktlich um 12 Uhr ein lauter Knall, dann ist sie weg, die Salzbachtalbrücke nur noch Schutt und Staub. Das marode Bauwerk, auch ein Symbol für die vernachlässigte Infrastruktur in Deutschland. Es ist das erklärte Ziel, dass wir in Deutschland keine zweite Salzbachtalbrücke bekommen. Dieses Ereignis darf sich nicht wiederholen. Im Juni waren Betonbrocken von der Autobahnbrücke abgebrochen und heruntergestürzt. Die Fahrbahn senkte sich um 30 cm, Sperrung der wichtigen Brücke, Teilstück der A66. Und auch die darunterliegenden Gleise konnten nicht mehr genutzt werden. Ein Super-GAU für den Verkehr des Rhein-Main-Gebiets. Unsere Brücken sind offen gesagt in Jahre gekommen. Gerade die in Westdeutschland wurden in der Regel so vor etwa 50 Jahren gebaut, teilweise auch etwas früher. Und die wurden halt auch für einen Verkehr geplant, den wir heute weit übertroffen haben. In den 60er Jahren lief der Verkehr auf den Autobahnen noch viel gemächlicher. Die Lkw waren erheblich leichter als heute. Viele Brücken sind dem nicht mehr gewachsen. Nach dem Jahr 2000 wurde außerdem beim Erhalt der Infrastruktur der Rotstift angesetzt. Ein Beispiel, die Leverkusener Brücke der A1. Sie machte vor 9 Jahren als erstes prominentes Beispiel schlapp. Gerade werden Dutzende Brücken saniert oder müssen sogar neu gebaut werden. Wir haben bisher rund 200 Autobahnbrücken, sogar ein bisschen weniger pro Jahr in Ordnung gebracht. Und wir werden in Zukunft rund 400 Autobahnbrücken pro Jahr in Ordnung bringen müssen. Das bedeutet eine Erhöhung der dazu notwendigen personellen und materiellen und auch finanziellen Ressourcen. Das Zweite ist, wir müssen natürlich im Bereich der Planungsbeschleunigung noch einiges nachschärfen. Wir müssen hier schneller werden, gerade auch im Bereich von Ersatzneubau von Brücken. Und das Dritte ist, dass wir auch andere Bauverfahren an den Tag legen können. Die Bauindustrie hat hier viele Lösungen, gerade im Bereich des seriellen Brückenbaus. Hier können wir viel schneller Brücken erstellen, als wir das heute in 6 bis 8 Monaten gewohnt sind. In Wiesbaden sollen die 15.000 Tonnen Schutt nun schnell beiseite geschafft werden, damit wenigstens bis Weihnachten wieder Züge nach Wiesbaden rollen können. Die neue Autobahnbrücke aber wird frühestens 2023 befahrbar sein. Der Österreicher Clemens Johann Setz hat die bedeutendste Literaturauszeichnung im deutschsprachigen Raum erhalten, den Georg-Büchner-Preis. Der 38-Jährige sei ein Sprachkünstler, der Grenzbereiche erkunde, so die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Setz schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke. Er studierte Germanistik und Mathematik und gilt als literarisches Wunderkind. Gleich zum Wetter zunächst die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten ohne Gewähr 6, 9, 27, 31, 41, 44, Superzahl 9. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Das Novemberwetter bleibt trübe, allerdings bringt das aktuelle Tief im Osten Deutschlands nicht nur recht viel Regen, sondern auch Schnee in den östlichen Mittelgebirgen, wie hier im Fichtelgebirge, bei Sonne und blauem Himmel einfach schön. Und Gelegenheit für erste Wintersportaktivitäten. In den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpen kann es auch in den nächsten Tagen schneien. Sonnig ist es morgen, nur am
Alpenrand. Sonst wird es wechselnd oder stark bewölkt. Vor allem im Norden gibt es viele Schauer, örtlich Gewitter. Bei teils stürmischem Westwind und 5 bis 12 Grad. Am Montag regnet es noch etwas, sonst ruhiges Novemberwetter mit einer Mischung aus etwas Sonne, Nebel und vielen Wolken bei 6 bis 12 Grad. Und nun ist vor 2,5 Minuten diese Sendung zum Gestern-Journal geworden. Und hier folgt nun der Sport vom Samstag als erste Sendung am Sonntag. Morgen sind wir wieder pünktlich da. Bis dann. Schönen Sonntag.